Steffi? Ja? Steffi, eine Studie hat jetzt ergeben, Penisse werden immer länger. Thorsten, also von all deinen April-Scherzen ist das nun wirklich der Niveauloseste? Nein, das stimmt. Wo wurde denn das erforscht? Auf YouPorn? In Stanford. Ach, aber Thorsten, sag mal, wenn Penisse immer größer werden, dann müssten ja wissenschaftlich gesehen Autos immer kleiner werden. Steffi, nimm das bitte ernst. Das hat ja auch Auswirkungen. Oh, natürlich, es hat Auswirkungen. Große Penisse werfen ihre Schatten voraus. Steffi. Glitschatten. Oh Mann. Sag mal, wer hat denn die wachsende Größe eigentlich angegeben? Die Männer selber? Wissenschaftler. Wissenschaftler. Also wie man einen Penis größer macht, hätte ich den auch sagen können. Ja, jahrelange Feldforschung im Dienste der Wissenschaft. Steffi, auf die Größe des Penis kommt es doch überhaupt nicht an. Stimmt. Mehr Geld macht ja auch nicht reicher. So ein längerer Penis, der würde mir ermöglichen, während wir hier sprechen, gleichzeitig auf die Toilette zu gehen. Ja. Mit einem langen Penis kannst du auch eine Fernbeziehung führen und trotzdem immer Sex haben. Ja. Zum Beispiel. Und haben die denn was zu den Gründen für das Wachstum gesagt? Naja, also vermutet wird, dass die Penisse länger geworden sind, weil in den letzten Jahrzehnten mehr so sitzende Tätigkeiten ausgeübt wurden. Also daran kann es nicht liegen. Wieso? Thorsten, ich hab dich noch nie laufen gesehen. Steffi, du wirst doch hier wohl nicht vor allen Leuten über die Größe von meinem Penis sprechen. Keine Sorge, Thorsten. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Hallo, wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.